Christi Rongen muss keine Sekunde überlegen, wen sie heute wählt oder besser, wen sie nicht wählt. In einem Tanzstudio in Lelystad am Eiselmeer gibt sie ihre Stimme ab. Es ist eine Art kleiner Rache. Nein, ich habe ganz bestimmt nicht Rutte gewählt. Der soll verschwinden. Ja. Christi ist eine von tausenden Müttern und Vätern, die in den Strudel der sogenannten Kindergeldaffäre gerieten. Die Alleinerziehende, die für die Betreuung ihrer drei Kinder jahrelang staatliche Zuschüsse erhielt, kommt plötzlich ins Visier der Finanzbehörden. Sie sei eine Betrügerin und müsse das Geld zurückzahlen. So geht es vielen sozial schwachen Familien in den Niederlanden, darunter viele mit ausländischen Wurzeln. Christi hat plötzlich 92.000 Euro Schulden. Die Behörden ignorieren ihren Widerspruch, verfolgen sie erbarmungslos. Ja, ich wurde mitten auf der Autobahn angehalten, sollte einem Polizeiwagen folgen, Kontrolle des Finanzamts. Das Auto ist beschlagnahmt, sagten sie. Und dann stehst du da. Und wie komme ich jetzt nach Hause? Das ist nicht unser Problem. Ich konnte es lange vor den Kindern verbergen, aber sie wurden älter und sie sind nicht dumm. Wenn ich nachts im Bett lag, hörten sie mich weinen, kamen rüber und fragten, was ist denn Mama? Erst in diesem Frühjahr kommt das ganze Ausmaß des Skandals ans Licht, in Lelystad und in Den Haag. Ausgerechnet in den Niederlanden, dem Land, das in ganz Europa für den Rechtsstaat kämpft. Erst stürzen die verantwortlichen Minister, dann die gesamte Regierung über die Affäre. Premierminister in all den Jahren, Mark Rutte. Seit 10 Jahren koaliert er mit verschiedensten Parteien. In seiner ersten Amtszeit lässt er sich vom rechtsradikalen Islamhasser Geert Wilders dulden. Wilders treibt Rutte vor sich her, mit europaskeptischen und ausländerfeindlichen Parolen. Der Kampf gegen vermeintliche Sozialschmarotzer wird so salonfähig. Es gab in den Niederlanden eine Stimmung, dass Sozialmissbrauch hart bestraft werden muss. Das fanden nicht nur die Parteien, sondern auch die Wähler. Die harte Hand hatte breite Unterstützung in unserer Gesellschaft. Christi Rongen hat das zu spüren bekommen und fasst sich ein Herz. In einer Vorwahl-Fernsehdebatte willigt sie ein, dem alten und vermutlich neuen Premierminister die Stirn zu bieten. Sie haben mich im Stich gelassen, so wie viele andere Eltern zu ihrem eigenen Vorteil. Warum denken Sie, dass Sie als Hauptverantwortlicher dieser Affäre Ihren Job behalten können? Wow, was Sie mitgemacht haben, ist schrecklich. Ihre Geschichte ist schrecklich. Ich verstehe die Frage gut. Ich habe sie mir auch gestellt. Aber ich finde, dass viele Dinge doch richtig gut gelaufen sind in den letzten 10 Jahren. Darauf bin ich stolz und deshalb habe ich beschlossen, weiterzumachen. Das ist meine ehrliche Antwort. Teflon Mark, Strahlemann ohne Eigenschaften, Pragmatismus als Tugend. Sein Fahrrad soll teurer sein als sein Gebrauchtwagen, sowas mögen die sparsamen Niederländer. Dass er auf europäischer Bühne den Geizkragen gibt, auch. Stabilität zählt in der Krise, auch wenn Rutte die Corona-Pandemie nur mäßig gemanagt hat. Lange drückt er sich um klare Ansagen wie das Maskentragen herum. Die knapp bemessenen Intensivbetten im Land sind schnell ausgelastet, die Ansteckungszahlen fast 3-mal so hoch wie in Deutschland. Und Rutte lässt auch das an sich abtropfen und schiebt alles auf seinen Gesundheitsminister Hugo de Jonge. Und dann immer sagt, wenn es Probleme gibt, dann müssen Sie Hugo de Jonge fragen, weil kann er Antworten geben. Also das, auch da hat man immer die Idee, dass die Probleme bei anderen liegen und dass er dann doch staatsmännisch als Leiter der Corona-Krise in den Niederlanden auftreten kann. Christi Rongen hat ein Schreiben vom Finanzamt bekommen. Sie werde nun nicht mehr als Betrügerin geführt. Die Schulden seien ihr erlassen. Ihr Vertrauen in den Premierminister kann das nicht reparieren. Ich kann meinen Kindern ihre Jugend nicht zurückgeben. Eine sorglose Kindheit, das konnte ich ihnen nicht bieten. Mark Rutte lächelt den Skandal einfach weg und bildet ab morgen die nächste Regierung der Niederlande.
baby.